Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind einem vorgestellt und zwar die Nummer 7 von Voxel Tycoon. Da gibt es eine neue Verkaufsstelle, wie ihr da oben seht, in Gerste und da werden wir in der nächsten Runde dann reingucken, was, beziehungsweise in der nächsten Runde in der nach dem Intro da reingucken, was es da so auf sich hat. Bis gleich. So, dann wollen wir mal schnell. Irgendwo gibt es das Erz. In Gerste. Ne, Gefräß. So hieß das. Gerste ist was ganz anderes. Gefräß. Gibt es eine neue Stelle, die jetzt Erz nimmt? Also hier hinten war nichts. Das ist das Holz, was da lang geht. Und hier ist das, was wahrscheinlich frisch aufgemacht hat. Ne? Wir können das ja hier nochmal nachgucken. Genauso ist es. So, da haben wir aber jetzt hier keinen Haltepunkt, oder? Hier ist unser Dingens, aber das ist zu weit weg wahrscheinlich, ne? Ja, Einzugsgebiet von dem Haus da. Laborhäuser, nee. Terminals, Fahrzeugdepots, Terminals war richtig. Also das ist da, reicht also nicht. Das geht bis nach da. Das würde bedeuten, wir müssten das hier so hinbauen. Kommt das ungefähr hin? Warte mal, das ist jetzt die richtige Stelle. Das heißt, wir machen das hier so hin. Können wir auch da dran machen, ne? 21 haben wir die? Oh, dicker haben wir die. So, die brauchen Erz. Das heißt, zack, wir versuchen jetzt Erz auf dem LKW zu kriegen. Hier ist in Südost. Warte mal, Melleriestadt. Ne, da müssen wir hier irgendwo zum Depot kommen. Da ist das Depot. Da rein kaufen wir einen LKW, der Erz kann. Das ist der. Kaufen wir auch. Geht ja. Rufen den auf und fügen dem einen Halt hinzu. Das Erz war hier, ne? Oder? Ja. Da bitte laden und zwar auf voll. Und dann fahren wir nach dem Ort hier, Gefräß. Und Halt hinzufügen, dieser hier, entladen, 100% und speichern als Eisenerz zu B Südwest, passt. Und dann fahr du mal los, alles ist gut. So, und da das so schön ist, gehe ich davon aus, dass wir da auch noch einen zweiten LKW draufsetzen. Einmal zum Depot, den einkaufen, den kaufen, den auswählen. Individuelle Route, Eisenerz zu Gefräß Südwest und bitte starten. So, der fährt auch, alles ist gut, wir machen Geld. 55 haben wir schon. So, gibt es hier oben noch was, was wir... Gefräß, akzeptiert Dingens. Ja, das wollte ich jetzt auch nicht mehr. Kann ich das wegmachen hier? Wohl nicht. Wir haben einen Deal, wir haben einen Deal. Fahrzeug ist unrentabel. Hier fahren aber gerade alle. Nachfrage gesunken. Irgendwas und Holz ist gesunken. Sieht auch schrecklich aus. Vielleicht sollten wir da noch einen Holz-LKW hinschicken. Aber ich meine, letzte Folge haben wir da noch einen hingeschickt, ne? Da fährt aber nur einer hin. Das bedeutet, das ist zu wenig. Das heißt, wir holen uns noch einen Holz-LKW. Kaufen, Holz und kaufen wir, ach so, ja, wir können das ja hier einstellen in der Hoffnung, dass wir, ja, wenn ich jetzt wüsste, wie der Ort hieß, Wirgesen Nordwest, Holz zu Wirgesen Nordwest und starten, oder? Ja, passt. Der ist weg. Das kann weg. Das kann weg. So, der Rubel rollt. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Unsere LKW-Liste ist hier, ne? Kosten. Okay, der ist wahrscheinlich gerade erst losgefahren. Der ist auch. Die beiden sind, also die sind gerade erst losgefahren, deswegen machen die keinen Plus. Brauchen wir nicht drüber reden. Der Rest macht Plus. So, das ist jetzt schon mal cool, oder?
So, jetzt müsste man nur gucken. Hier machen wir ja auch so Holz. Ach so, warte mal. Hoffentlich. Holz zu Wirkes Nordwest. Ja, er macht das Falsche, glaub. Das bitte. Und fahr mal nach Melrichstadt. Macht er das jetzt? Kann man denn so sagen, dreh um, fahr dahin? Ich hoffe, das ist jetzt richtig gelaufen. Also hier wird gerade gesägt sozusagen. Das läuft alles hier prima. Wir haben Bretter, wir haben hier diese Holzteile, das ist alles gut. So, Geld oder Rubel rollt mit 36.000, das ist okay. So, jetzt müssten wir mal gucken. Wir haben ja so ein paar Bushaltelinien gemacht, ne? Und wir sollten mal hier vielleicht in die Industrie oder die Erstlieferung Eisenerz erhalten. Okay, das passt wenigstens. Vielleicht gibt es da auch gleich zweite Eisenerzlieferung. So, wir wollen jetzt aber hier nach da oben gucken. Einmal in die Forschung. Die brauchen Eisenerz. Fahren hier LKWs hin, die hier Eisenerz anliefern. So wie es aussieht, nicht. Das heißt, unser. Nee, Eisenerz brauchen die auch nicht. Die brauchen ja das fertige Ding, ne? Eisenbarren. Die haben wir noch nicht. Können wir den Eisenbarren schon anfertigen? Ressourcengewinnung, Laserverarbeitung. Ne, wir haben nur eine Kreissäge. Müssen wir hier noch was anderes auswählen? Neue Forschung starten. Fertigung 2. Ja, die benötigen aber erstmal was vorweg. Nämlich diese Eisenverhüttung. Da müssen wir jetzt die Forschung starten. Ja, will ich fortfahren. Und da brauchen die jetzt Eisenerz erstmal. Gut, das bedeutet, wir brauchen jetzt ein Fahrzeug. Welches wir hier gerade kaufen mit Eisenerz. Und das kaufen wir und setzen das auf eine Route. Wie heißt denn der Laden hier? Melrichstadt Anbau. Naja, die gibt es noch nicht. So. Route hinzufügen. Da. Laden. Voll. Halt hinzufügen. Da. Entladen. Voll. Speichern als. Eisenerz zur Melrichstadt Anbau. Nee, ich mache mal nur einfach okay, weil dieser LKW, der braucht da jetzt nur hinfahren, bis die Forschung fertig ist. Und dann gibt es ja wieder was Neues. Das ist bestimmt nicht mit Eisenerz behaftet, sondern Eisenerz behaftet. Das ist definitiv klar. Gut. Wie sieht es hier aus? Schlecht. Schlecht ist schon mal gut. Hier ist auch schlecht. Das ist auch gut. Die mit dem Holz sind noch schrecklich, aber ich glaube, da liefern wir ja mit zwei LKWs hin. Das sollte eigentlich funktionieren. Hier ist auch noch schrecklich. Hier ist schlecht, das ist schon mal was Passendes. Hier sind wir schon durch dann. Hier ist schrecklich. Also hier muss nochmal diese Holzbarren hin. Dann sollten wir da noch einen LKW kaufen. Ne, das war es nicht. Hier ist es. Habe ich das nicht auf Start gedrückt, ne? Na, gut geklappt, ne? Kaufen, den. Kann ich nicht, weil ich gerade nicht genug Geld habe. Müssen wir gerade warten, bis das Geld da ist. 30.150, das kann ja nicht mehr lange dauern. Mach mal Datum, 28. Januar. Okay, der erste kommt bestimmt, ne? Kaufe ich jetzt aber schnell. Halt hinzufügen. Okay, laden, voll, Details, das, Fahrplan,
Wo war denn das Ding hier oben irgendwo, oder? Der Baumarkt hier. Halt hinzufügen, der da. Entladen, voll entladen. Und das war Heubach West. Ja, komm, Holzträger zu Heubach West. Und das muss ich noch anmachen, sonst klappt das nicht, ne? Ist nur die Frage. 15. Wurde denn hier sowas angeliefert? Holz zu Holz zu Heubach West. Was liefert der denn hier? Holz wirklich? Und der liefert auch Holz. Also sind die beiden außen vor. Und der Baumarkt wird gerade jetzt erst von mir angeliefert. Gut. Wo geht denn das Holz hin? Ach, da, okay. Das bedeutet, wir müssen gerade wieder warten, bis wir wieder eine Rübe zusammenkriegen. Einen Rubel, nicht eine Rübe. Und wenn wir den Rubel zusammen haben, dann können wir hier wieder einen LKW kaufen, der dann wieder das dahin bringt. Ja, das ist jetzt natürlich gerade für den 31. Januar etwas schlecht. So, machen wir ein bisschen schneller. 1. Februar ist durch. Wir haben jetzt gerade das Geld weg. Kriegen aber wieder was drauf und hoffen, dass bald 30.000 zusammen sind. Jeden Fall ist das Grün darunter, das ist schon mal gut. Kriegen wir gleich hin, denke ich. Müssen wir zusammenkriegen, oder? Vierte, fünfte. Hälfte ist schon da. 5. Februar haben wir. So, 17, 16. Okay, 7. Februar, 16.000 wird gerade nicht mehr. Na komm schon. Ah, jetzt haben wir schon 20. Und zwei Drittel sind schon durch. 10. Februar haben wir jetzt gleich. Und die Euros kommen. Sind es Euros? Ja, sind Euros. 28, da ist die Kohle. Da, Holzträger zu Heubach West. Und hier steht wieder nichts drin, ne? Das ist Auto. Auto ist immer doof. Der fährt. Gut, dann klappt das auch, würde ich sagen, bevor die da bankrott gehen. Ah, jetzt ist auch noch schrecklich und nicht mehr darunter. Das ist schon weggefallen. Okay, dann passt es auf jeden Fall. Der bringt gerade die Holzträger dahin. Ja, 5 auf Lager passt erstmal. Sehr gut. Wie sieht es mit dem Holz aus? Ist schlecht, aber es läuft. Und hier das Erz läuft auch. Das ist sogar gut. Sehr schön. Dann haben wir das erstmal, ne? Gut. Der Baumarkt läuft auch durchschnittlich. Das ist auch prima. Gut. So, jetzt eine runde Frage zu der ganzen Sache. Ich bin am Überlegen, am Freitag haben wir Simotrans jede Woche, ob wir Voxel Tycoon alle 14 Tage mit Simotrans am Freitag tauschen sollten. Also eine Woche Simotrans, die nächste Woche Voxel Tycoon. Anstatt ein vorgestellt hieraus ein Let's Play zu machen, was hiermit weiterläuft. Das frage ich dann mal in die Runde an die Simotrans-Leute natürlich, ob die da mit einverstanden sind und auch gerne, ob man hier weitergucken möchte. Alles klar, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorstellung. Bis dann. Ciao. Vorschau, Vorschau.